Gut, Leute, ich starte gerade auf dem Server. Paul hatte gestreamt vor ein paar Tagen, gestern glaube ich, vor euch vor ein paar Tagen. Und da hat er anscheinend was bei mir zu Hause gemacht oder so. Deswegen starte ich lieber mal, falls irgendwas bei mir zu Hause ist. Und Luca meinte irgendwas, keine Ahnung, Hilfe. Weil auf jeden Fall weiß ich, dass Luca irgendwas mit meinem Casino gemacht hat. Ich war, nachdem die anderen drauf waren, habe ich gar nicht mehr auf dem Server gemacht. Oder war ich die Tage nicht mehr online. Deswegen, ich habe Angst. Ich weiß nicht mal, wo ich mich ausgeloggt habe. Ich habe Angst. Direkt, okay, ich bin im Casino. Immer alles gut, Leute. Und direkt wird ein Backup gemacht. Typisch, wenn ich auf den Server komme. Okay. Leute, Codierung überlastet. Ich hoffe trotzdem, nicht das Video für euch. Okay. Bis jetzt sieht es im Casino alles gut aus noch. Okay. Wir gehen hoch. Irgendwie auf dem Farben, er hatte irgendwelche Redstone-Konstruktionen. Hatte da eine Redstone-Konstruktion reingebaut? Auf jeden Fall den Fahrstuhl vergrößert. Man sieht's. Er ist jetzt, Dings, 5 Blöcke groß. Hier. Zack. Und ich habe das Ganze hier oben mal vergrößert. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt hier alles so hingesetzt. Und, uff. Crafts. Sino. Ich hab's auf Papier gesehen. Luca, Digga. Geiler Troll. Ich feier's, Leute. Ich werde es einfach belassen. Bis, ich umbau. Wahrscheinlich wird die Redstone-Konstruktion abgebaut werden, weil ich das ganze Logo noch ein bisschen abrunden wollte. Aber, okay, lustig. Und, okay, Leute, wir gehen jetzt zu mir nach Hause und gucken, was Paul gemacht hat. Weil ich hieß nur, dass ich den Stream nicht mehr weiterschauen darf. Und ich habe ab und zu reingeguckt, um zu schauen, wie weit Paul ist. Und da habe ich nur gesehen, dass er irgendwas bei mir zu Hause gemacht hat. Und ich frage mich, wie er was gemacht hat, weil er geclaimed ist. Okay. Da ist mein Dorf schon mal. Okay. Wizard sehe ich noch Kai. Okay, hier sind Creeper. Hier können wir kurz umklatschen. Let's go. Zack. Okay. Hier, das war's mit den Viechern. Okay. Aber ich sehe jetzt noch nichts. Hier ist einfach nur. Was ist das für eine Werkbank? WTF? Was hat Paul gemacht? Was haben die gemacht? Ist nicht so, dass das gar nicht auffällt? WTF? Okay, ich wusste jetzt, no joke, dass hier nichts ist. Weil zum Beispiel bei Spinks wusste ich ab und zu bei manchen Sachen, dass da irgendwas ist. Range Upgrade. WTF. Workbench. Okay, ich habe gerade auch nur Chiselbacks dabei. Gut, meine Tiere sind an der Stelle tot. Danke dafür. Habt ihr gut gemacht. Meine Schafe, die ich mir erstmal neu erfarbt habe. Warum ist es hier? WTF. War das so? Wo ist meine Tür? Wie haben die meine Tür entfernt? WTF? Hä? Okay, meine Blöcke sind noch dabei. Okay, da können die nicht. Wurde ich schon wieder gehackt? Gut, nein. Hä? Wie hat Paul meine Blöcke entfernt? WTF? Ja, by the way, Skelly ist irgendwann mal weg. Hat Paul das jetzt genutzt? Hier, um meine Tür zu entfernen? Hä? Was ist das für ein Gerät? Warte, Leute. Wir nehmen die Sachen hier einfach mal. Und, warte, ich packe kurz meine Chiselbacks weg. Hier, zack. Ja. Das ganze Glas packe ich auch kurz mal weg. Weil ich das jetzt. Wo ist meine Tür? Kann mir das bitte einer erklären? Hä? Hi, Miss, Zombie, was geht? Hi. Danke. Muss ich mir ernsthaft eine neue Tür craften? Was hat Paul gemacht? Ey, ihr habt keine Worte, Leute. Ich hab echt keine Worte, was Paul hier gemacht hat. So, was sind das jetzt für Dinger? Mann, meine ganzen Tiere. Och, Junge.
Wie ich hatte meine Kühe. Ignitor? Was macht der? Block Range? Was macht der? Hä? Okay. Was macht das? Schießt das jetzt? Hä? Hä? Was macht das? Versteht ihr, was das Ding macht? Ich habe keinen Plan, was das Ding macht. Gut, ja, sehr toller Troll, Paul, danke dir. War cool. Ja. Ich bin nur maximal verwirrt, wo meine Tür hin ist. Mehr auch nicht. Gut, meine Tiere sind an der Stelle weg. Finde ich auch bombastisch, Leute. Meine Ratten existieren noch. Ich steige hier nicht mehr durch. Und mein Casino ist jetzt verunreinigt worden. Toll. Toll. Gut, ja. Was ich aber machen kann, Leute, hier, wir haben ja hier die ganzen Stuff drin. Ich weiß jetzt, wie man die benutzt. Man muss Shift rechts klicken und dann das hier drehen. Und dann, wenn sich das dreht, generieren so Sachen hier. Und es entsteht Zucker, aber kein Bienenwachs. Ja, ein Bienenwachs, Leute, haben wir. Komm, noch eins. Zwei Bienenwachse haben wir. Ist doch was, Leute. Ist doch was. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir brauchen für ein Hive. Ah, hier ist Pauls komischer Zauberding. Okay. Aber was hat denn das jetzt gebracht, in mein Haus reinzukommen? Verstehe ich nicht. Hive. So. Okay, wir brauchen 4 Stück. Okay. Gut. Ich mache einfach einen Cut, weil eigentlich wollte ich meine Folge vorbereiten und überlegen, was wir machen. Ich bin jetzt einfach reingejumpt, um zu gucken, ob irgendwas passiert. Wir machen einen Cut bis später, bis ich irgendwas habe für die Folge. Gut, Leute, da sind wir back von gerade. Eigentlich habe ich gerade offscreen nur Dings ein paar Honeycops gesammelt und auf Luca gewartet. Hi, Luca. Hi. Denn ich habe offscreen was gesehen, das geht. Warte, meine Kodierung ist gerade noch überlastet jetzt. Ich habe offscreen was gesehen, dass du mein Casino komplett... Kannst du das bitte lassen, danke? Weil, dass ich dass du mein ganzes Casino geclaimt hast. Warte, Leute, aber ich habe jetzt hier 12 neue Honeycombs. Warte, ich nehme mal 4 raus für den Hive, den wir brauchen. Ja, was ist... Hive? Ja, weil du hast es ja schon aus einer Chest. Ich werde das selbst craften. Deswegen, und jetzt müssen wir ja neuen Beanbugs herstellen. Rip Skelly 2000 und Bummer Skelly. Hm? Das Gehege von Skelly war im Wilderness. Die eine Hälfte. Ich weiß. Hier. Das heißt, du hast gesagt, er ist ja verschwunden. Hm. Aber das war die ganze Zeit so. Ich habe nichts geändert. Ja, aber ich meine, es hätte jemand ihn entführen können, aufbauen, ihn rausholen, zubauen und töten. Okay. Ich muss kurz Bienenwachs herstellen. Geil, 2 Stück. Passt genau. Willst du ein bisschen Honig? Hier hast du Honig. Joa, nice. Kein Ding. So bin ich zu dir. Okay, jetzt muss ich das hier abbauen. Und dann können wir ein neues Hive craften. Was? Brauchst du Dirt? Nö, ich hab selbst genug. Ich hab, glaube ich, mittlerweile 20 Stacks Dirt und hab schon 15.000 vernichtet oder so, weil die Dings in den Rucksack lagen. Nice. Tier 2, Beehive. Ich brauch 4? Ja. Mann, ich dachte, das reicht ein Stück, Junge. Ich weiß. Ich war zu faul zu craften, also bin ich 10 Stunden Dungeons und keine Ahnung, was machen gegangen. So, jetzt haben wir eine Hive 2, wir brauchen noch 3. Okay, gut, Luca, warte, was ich noch zeigen kann. Was ich gerade gesehen habe, meine ganze Magie wird einfach abgebaut und hier eine Chest gepackt und ein Schweinekopf und hier ist alles geclaimed. Wir wissen nicht, wie das ging. Plus, die Tiere, ich weiß, warum die Tiere tot waren. Ich habe Lukas Folge geguckt, um zu schauen, ob er irgendwas gemacht hat, um an die Sache reinzukommen. Er hat ein paar Wizards gespawnt, die alles gekillt haben. Plus, mein Zuckerrohr ist weg und meine Tür war weggebackt.
Es weiß aber keiner wer. Das war die Tür, hast du ja gesehen, die war bei mir in der Folge ja schon nicht mehr da. Und bei Paul war es im Stream auch nicht mehr da. Hä? Wer war das? Ich war sogar am Morgen davon noch online und da war alles normal. Ich habe meine Folge um 11 Uhr, glaube ich, nein, 10 Uhr aufgenommen. Am Sonntag? Da war die Tür schon weg. Nein, gestern. Ach, gestern. Und dann um 1 Uhr hochgeladen. Ich war Sonntagmorgen. Ach so, Sonntagvormittag. Ich hab gedacht, du warst sogar morgen da. Weil ich dachte, du hast es ja, später. Nein. Okay. Nein. So, Luca, warum ich dich eigentlich rangeholt habe, hast du schon einen Anzug an? Ich hab einen Anzug schon mal an. Denn wir müssen verhandeln. Wait, warte kurz. Ich baue kurz ein paar Stühle. Chair. Und ich muss kurz gucken, haben Sie Geduld, Herr Skelett Boys? Warum musst du eigentlich immer Boys so komisch betonen? So. Hier. Ich bin gerade bei Table. Warte. Brauche noch einen Tisch. Hier so ein. Nein, falsch. Gut. Doch, war doch richtig. Wo ist denn der Skin? Wir haben More Player Mods hier nicht drauf. Ich weiß, aber ich brauche. Man braucht ja nur vom Server liefen. Ah, okay. Hey, ich hatte doch einen Anzugskin von mir. Warte, dann komm zum Spawn. Ich baue da schon mal alles auf. Nee, mach dich. Nimm kurz einfach deinen Anzug. Obwohl, nein. Nein, was? Mach ich nicht. Weil Leute, dann guckt hier. Alles zugeclaimed. So, wir machen das jetzt im Spawn. Ich suche kurz nach einem an, weil es gibt ja meistens Anzüge. Komm. Hier. So. Wo haben wir hier einen Anwalt? Dich nehme ich. Du hast wenigstens, siehst nach Steampunk auch aus. Gut, safe. Download. Fun Fact: mein Skin ist so ein Steampunk-Skin. Wer das nicht weiß. Ich bin ein Skelett, obviously. Oder manche Leute denken, ich bin ein Slenderman. Oder ein Ghast. Ist auch schon vorgekommen. Ich dachte eigentlich auch, dass du ein Slenderman bist. Warum denken alle Slenderman? Ich habe mir eingebildet gehabt, das hast du damals zu mir gesagt gehabt. Deswegen. Mein Name ist schon Skelett Boy. Na. Aber man weiß trotzdem nie. Ich sag, man weiß ja trotzdem nie, habe ich gesagt. Okay. Da, den nehme ich, bei der war ohne die Brille. Okay. Du musst kurz Geduld haben, aber ich hatte doch einen Anwaltskin, Gally. Ja, glaub schon. Honey, wie stellt man die her? Damit kann man arbeiten, kann man die auch irgendwie. Bienennest, okay. Okay, man kann Dings. Damit kann ich. Okay, ein Tier 3. Ein Tier 3 Pair. Okay. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man Honeycombs irgendwie herstellen kann. Ah, anscheinend nicht gut. Okay, dann muss ich aufs welche grinden. Luca ist noch da. Gut. Nein. Er ist weg. Habe ich euch schon gezeigt, oder, dass ich einen Multijump auf den Schuhen habe? Ich glaube sogar schon. Weißt du, was Multijump ist, Luca? Mir egal. Ich bin gerade stark beschäftigt. Okay, damit kann ich 6-mal in der Luft einfach jumpen. Mit meinen Jump Boost 5 Schuhen. Mega sick, Leute. Kannst euch beeilen. Ich habe davor schon irgendwie so 10 Minuten aufgenommen. Wenn das Video viel zu lange geht. Ja, dann hast du Probleme. Aber Leute, ich verstehe nicht, wer das gewesen sein kann. Oder der Server buggt einfach wieder komplett rum. Weil das ist genauso wie mit dem Schwert, das hat auch einfach rumgebuggt. Leute, habe ich euch eigentlich schon gezeigt, dass ich hier. Wollte ich Paul einfach abziehen, das ist das. Safe. ich habe jetzt hier mal mit so einem Lasso und Schaf reingepackt, damit ich ein bisschen Wolle bekomme, weil ich Wolle brauchte. Jetzt habe ich ein paar Sticks Wolle. Let's go. Mittlerweile habe ich gefühlt alles schon automatisiert. So. Wenn ich mein Casino wieder bekomme, kann ich hier die Casino-Quest vervollständigen. Und dann brauche ich nur ein paar Beehives und dann wäre ich ready für einen Dragonfight. Rüstungstechnisch geht auch fit. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Mit Zuschauer. Wir haben noch weniger Content als sonst. Dann mach besseren Content. Nutze ich mich immer aus.
Ihr müsst wissen, die Wahrheit ist, ich werde immer von Skelly geschlagen, damit ich Ideen für Content gebe, weil er keine Ideen hat. Er ist ein Noob. Hä? Wenn du meinst, wir machen mehr von den Dingern für mehr von den Dingern. Psst. Nein. Mein Video, ich rede. Hi. Wir brauchen, ich brauche mehr Slime-Blöcke. Okay, okay, gut. Mach dich bereit, Natürlich. Ich liege in meinem Bett. Hä? The night has passed so much time for activities. Seit wann geht das, wenn ich schlafen gehe und du trotzdem on bist, dass ich schlafen kann? Sonst ging das immer. Schon immer. Hä? Sonst stand da immer, einer von zwei, liegt im Bett. Okay, das ist super. I don't know. Okay, Leute, seid ihr bereit? Warte. Warte, hört man das? Luca, hört man das? Hört man das? Ich mach grad Trommelwirbel. Leute, ich mach Mikrodichter dran. Ich join. Ampere braucht nur 10 Jahre immer zum Join. Hört man das? Ups. Dafür ist zurück. Meine Finger tut weh, Leute. Okay, wir lassen's. Okay, ich komme gleich. Der Fresh Boss. Aha. No in Terrain. Nein. Leute, bewertet mal, welcher Anzug besser ist. Hello there. Ich finde mal cooler. Okay, meiner ist eher so ein Smoking. Kommst du rüber? Bin am Start. Warte. Und fly. Gut. So. Ich hab da mal was vorbereitet. Mr. Okay, wie soll ich dich nennen? Mr. It 06. Mr. Craft. Okay. It's 206. Mr. Crafted. Wo sind sie? Ich habe da was vorbereitet. Bitte Rüstung ausziehen. Wir möchten hier ohne Waffen arbeiten. Wir möchten das hier ganz friedlich lösen. Ohne. Gut, wir sind ready. Ja, alles gut, das schenke ich ihm. Danke. Zuerst meine alten Schuhe. Junge! Ah, egal. Meine jetzigen sind cooler. Gut. Wir haben uns. Kannst du bitte aufhören, mich zu tasern? Danke. Ja, okay, ich tase dich nicht. Sehr gut. Wir haben uns heute hier verlassen. Versammelt, denn sie haben etwas von mir gestohlen. Ich habe nichts gestohlen, ich war auf shoppingcasino.at unterwegs. Ich würde gerne mein Casino rückerstatten. Was sind denn ihre Forderungen dafür? 10k und du kannst es wieder haben. Ich habe kein 10k. Dann musst du 10k holen. Digga, wie soll ich 10k kriegen? Das hat doch jeder im Konto. Ich habe 9k auf dem Konto. Ja, du bist der Einzige. Ich habe auf meinem. Warte, ich hole mir kurz meine Bankcheck. Ja, ich kann die Quest nicht mal mehr weitermachen mit meinem Shop, weil mein Shop fehlt. Ich weiß nicht, was du meinst. Warte. Zack. Hier ist meine Kreditkarte. Zack, Spawn. Was drin. Was? Ich guck gerade, ob ich in meinem Aktenkoffer noch was drin habe. Nein. Hier, guck, jetzt bin ich auf komplett hübsch. Ja. Ui. So, ich kann dir. Ich hab 1,5 drin. Als ob du nur so wenig hast. Ja, ich. Digga, du hast als Einziger so viel Cash bekommen. Wir haben alle gar kein Cash bekommen. Fabi hat fucking 3k oder so, glaube ich. Ja, Fabi! Digga, Paul und ich haben gar nichts bekommen. Paul und ich sind arm. Ja, das stimmt. Okay, was möchtest du haben dafür, dass du das ganze Casino wieder einclaimst? I mean, eigentlich könntest du einfach auch fucking einen Kredit aufnehmen bei Paul und sagen, du zahlst ihn denn zurück. Was für Kredit aufnehmen? Paul hat selbst kein Cash. Wir haben keine Bank. Du kannst ja eine Bank eröffnen, wo wir einen Kredit aufnehmen. Das wäre eine Idee. I mean, du könntest mir dein ganzes Geld, das du jetzt hast, haben, und den Rest behalte ich, den ich aber habe, du musst den aber nachzahlen. Was für nachzahlen?
Okay, ich gebe dir 1000 plus ein Stack Wizards Sterne. Lass mich kurz was überlegen. Machen wir es so. 2000 für das Casino und die anderen 1k oder wie viel du geben, dann musst noch zahlst du im Nachhinein. Hä? Was für 2000? Um 2000 verkaufe ich es dir. Warum für... Digga... Nein! Dann... Warte, das sind... Wie viele Chunks sind das? 9. Plus das Enclaim würde dann, glaube ich, 200 in der nächsten kosten. 2x9. Das Enclaim, du müsstest 200 pro Dings werden, dann 1800 für ins Enclaim plus kaufen, 900, wärst du immer noch billiger. Hä, warum neu kaufen? Ich würde das denn nicht claimen, weil dann könnt ihr ja gar nichts dann kaufen im Casino. Nein, ich meine damit, wenn ich das dir jetzt dann hier nicht verkaufe, dann müssen wir nicht um 2k abkaufen, musst du es dann irgendwann entclaimen. Wenn du es entclaimen möchtest, ist das Enclaimen, das ganze Enclaimen, dann viel teurer. Okay, Dings, ich biete dir 2000. Gut. 2000, bin ich dabei. Dass ich dir dann im Nachhinein nachzahle. Gut. Ja. Bin dabei. Okay, 2000. Warte kurz, meine Codierung ist überlastet. Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit irgendwas zu machen? Bild. Leute, wenn das Video laggt, Lukas schuld. Nein, bin ich nicht. Doch. Manfred ist schuld. Du bist immer schuld. Okay. Nein, Manfred ist schuld. Du kriegst, wie viel willst du jetzt? Alter, was Chaos. 2k haben wir ja ausgemacht. Ja, ich meine jetzt auf die Kralle. Kommt an, wie viel gibst du auf die Kralle instant? Ich geb dir 1700. Gut. Dann schuldest du mir dann 3k noch. Okay. 300. Mathe-Profi. Okay. Erstmal ein Claim. Okay. Ich schwör's dir, wenn du mich abziehst, ich claim zieh, das Digga, hab ich dich jemals abgezogen? Ich hab dir. Ich warne dich nur vor. Warte, das waren die Quests. Was ist das denn? Kapitel 2? Wow, ich hab da was gespoilert. Bei mir steht schon 2% von Kapitel 2. Ich weiß es, bei mir auch. Bei mir, ich hab 4%. Okay, aber, okay, gut, ja. Paul, weil Paul Dings okay. Schon angefangen hat, dran zu arbeiten. Deswegen wird das wahrscheinlich bei uns angezeigt. Gut. Gut mit den Dienst zu machen. Gut. Schön okay. Mit ihnen zu. So. Ja, alles Gute. Ja. Das war's damit mit meinem ganzen Cash. Gut in meinem Casino. Ich finde den Namen gut. Ich finde, der Name soll zu bleiben. Das Redstone werde ich aber wahrscheinlich abbauen, weil ich das ganze Logo noch umändern möchte. Dings. Viel Spaß beim Abbauen. Und wir, wenn du es wieder neu aufbaust, viel Spaß, das neu aufzubauen. Ich weiß nicht, ich habe für eine Viertelstunde gebraucht, weil das alles so richtig zu setzen, alles ist richtig lustig. Hm. Okay, gut. Ich würde. Was? Gut. Ich würde sagen, schön mit Ihnen Dienste zu machen. Leute, ich würde auch sagen, das wär's mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst euer Like da. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren. Schaut gerne bei Luca vorbei. Kannst du bitte aufhören? Da könnt ihr das Video sehen, wie ich einfach Skelly abgezockt habe. Du weißt, dass du mir kein Damage damit machst. Du machst mir auch kaum Damage damit. Challenge accepted. Nein. Digga, was, woher hast du denn Gift? War das jetzt ein Zauber oder ein Schwert? Mein Schwert. Hä, warum hast du Gift? Ich muss mal gucken. Welcher von diesen 15 Enchantments könnte das machen? Na gut. Ich habe, glaube ich, radioaktive Verstrahlungen auf dem Schwert. Warte, was? Weil, Luca, wo bist du? Wenn ich dich mit meinem Schwert schlage, kriegst du ja kein auch. Gift. Was doch, du? Ich bekomme ja auch immer. Hä? Habe ich ja gesagt, es war schon immer Ich habe wahrscheinlich Venom. Venom könnte das machen. Hast nein, du? Ich habe Venom drauf. Kannst du mal aufhören, lass wenn ich hier AFK stehe, mich zu schlagen? Chibader. Chibade, ich bin Chibader. Du bist einfach daraus wirklich aus dem Flydings wirklich zum Fly-Zauber gemacht. Bei meiner ist einfach nur ein 15 Kilometer Jump und du fliegst einfach damit. Nein, das gut. ist durch mein Schuh. Ah! Wovon ich gesprochen habe, mit denen jump ich nochmal nach. Okay, gut, Leute, ich würde sagen, das wär's mit der Folge. Wenn es dann lasst ein Like, dann könnt ihr weitere Filme zu verpassen. Lass abonnieren. Da rum, da dafür, dass Skelly stirbt. Und zwar.